Und wieder zurück in Gradwald, in der wunderschönen Welt von The Elder Scrolls Online. Eine Quest bietet sich mir hier gerade an. Und zwar von dieser jungen Khajiit hier. Mein Ehemann Ninglenel ist gestern Morgen spazieren gegangen. Und sagte, er wollte dem Streit in Eldenwurz entkommen. Er ist nicht zurückgekommen. Ich habe heute Morgen mit unserem Hund nach ihm gesucht. Und jetzt ist der Hund weg. Das ist ja echt Pech. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe unseren Hund Fresschen zuletzt an der Weggabelung gesehen, die nach Korberg führt. Etwas westlich von hier. Nehmt diese Pfeife. Benutzt sie, wenn ihr an die Weggabelung kommt. Ich werde hier warten, falls er von allein nach Hause kommt. Mhm, werde ich machen. Also, eine Gabelung westlich von hier. Das ist ganz gut, denn mein Ziel ist ja am Ende hier. Da geht die Hauptquest weiter. Also die Hauptquest von Auridon. Wegen der ich eigentlich hier in Gradwald angekommen bin. Also passt alles. Ich frage mich nur, was das hier ist. Reis zum Ausblick. Moment, wo ich da ganz in der Nähe bin. Also das, so kenne ich das nicht. Was denn für ein Ausblick? Ist das vielleicht irgendeine, ein großes, ein hohes Gebäude oder ein hoher Baum oder sowas? Warte mal, sprecht mit Titanenkind? Was hat Lyris Titanenkind hier vergessen? Ach so? Okay, aber warte mal. Dann bin ich ja hier beim Ausblick. Ich habe mir wirklich was anderes vorgestellt. Also ich dachte wirklich, ich klettere hier jetzt auf einen Baum. Na gut, also Lyris, was machst du hier? Das ist der Ort. Ich kann zwar nicht behaupten, dass ich wüsste, was Rekhexen hier wollen, aber die Späher des Skaldenkönigs haben mich bislang noch nie auf eine falsche Fährte geschickt. Lasst uns herausfinden, ob sich die Reise hierher gelohnt hat. Ah, das ist irgendeine Quest, die ich tatsächlich auf Auridon aufgenommen habe von ihr. Jorun, König Jorun, das soll der Großkönig von Himmelsrand zurzeit sein. Also, werdet ihr mir jetzt von der Magie erzählen, die König Joruns Zaubermeister bereitgestellt haben? Dazu wollte ich gerade kommen. Ich habe in Eiskap zwei der Medaillons aufgesammelt, die die Hexen trugen, damit die Zaubermeister des Skaldenkönigs sie näher untersuchen können. Die Zaubermeister stellten fest, dass der Schmuck von Magie durchdrungen war. Doch sie konnten nicht sagen, welchem Zweck diese dient. Wie soll uns das helfen? Die Zaubermeister des Skaldenkönigs haben ihren eigenen Zauber auf die Medaillons gelegt. Jeder von uns kriegt eines. Hier, sie sollen uns zu Magie führen, die jener ähnelt, die in dem Schmuck geborgen ist. Eiskap-Magie. Wirbelt es durch die Luft und seht selbst, was dann geschieht. Also hier haben wir die Antwort. Der Jormund ist der König der Skalden in Himmelsrand. Anscheinend nicht irgendwie der Großkönig, das wäre dann doch zu hoch. Mit dem Medaillon herumwedeln, wenn ihr das so sagt. Seht mich nicht so an. Nord sind nicht gerade dafür bekannt, tolle Magier zu sein. Es ist sehr gut möglich, dass das, was die Zaubermeister des Skaldenkönigs versucht haben, nicht klappt. Oder das Ding könnte explodieren. Haltet das Medaillon hoch und seht, ob es funktioniert. Was sollen wir von diesem Medaillon erwarten? Die Zaubermeister des Skaldenkönigs haben ihren eigenen Zauber auf die Medaillons gelegt. Er sollte uns zu Magie führen, die jener ähnelt, die in dem Schmuck geborgen ist. Eiskap-Magie. Wirbelt es durch die Luft und sieht selbst, was dann geschieht. So eine weitere Quest hier. Ich bin hin und her gerissen. Ich glaube, diese Quest hier ist klein, deswegen erledige ich erstmal das. Und dann komme ich vielleicht auf die Lyris zurück, die mir hier wahrscheinlich schon wieder eine größere Sache anbietet. Nehme ich mal an. Also erstmal zu der Weg... Gabelung hier nach dem Hund suchen. So, Hundepfeife benutzen. Ah, Fresschen heißt es. Ein schöner Name. So, hallo mein Guter. Fresschen springt unter eurer Hand hin und her. Anscheinend möchte er, dass ihr ihm folgt. Ich sollte herausfinden, wohin er will. Fresschen? Hopp, hopp. Das ist süß. Der rennt weiter nach Norden. Aha. Okay. Und die? Okay, das finde ich echt geil. Ja, man hatte ja... ich frage mich, ob es hier verschiedene Hunderassen gibt. Man hat ja in Skyrim nur diese eine gehabt. Diese, die so aussieht wie ein Mann mit Bart und Schnurrbart.
Und das hier ist ja natürlich schon was anderes hier. Aha, Ninglenell soll ich sprechen. Ninglenell? Reine Ironie. Wir kommen zurück in mein Heimatland und ich bin derjenige, der in eine Schlucht stürzt. Ich habe diese Felsen einst erklommen, als ob es Treppen wären. Ich schätze, niemand von uns ist gegen den Zahn der Zeit gefeit. Ich komme schon wieder in Ordnung, Ninglenell. Gib mir nur einen kurzen Augenblick und dann mache ich mich auf den Heimweg. Okay, das ist echt geil. Ich wusste, dass Fräschen mich hier nicht verrotten lassen würde. Misahabi ist sicher krank vor Sorge. Vielen Dank. Okay. Das heißt, ich habe jetzt ihren Mann gefunden. Damit ist die Quest erledigt, oder? Aber die Belohnung ist ja mal geil. Also okay, die gewährt mir zwar Leben anstatt Ausdauer. Ich ziehe mir eher als auf Ausdauer. Aber es ist in Stil der Khajiit. Oh yeah. Ein richtiger Khajiit. Ich meine Schulterplatten sind schon in Stil der Khajiit. Ja, jetzt die Rüstung noch. Ja, jetzt bleiben noch die Hose. Da habe ich ja Telvanni. Hier Dunkelelfen, Waldelfen und Hochelfen. Okay, aber das gefällt mir. Ne, diese Khajiit-Style. Vor allem, wenn man so ein Oberteil trägt, braucht man ja eigentlich nicht wirklich eine Hose. Die sieht man eh nicht. Ne? So. Medaillon. Okay, dann wäre das erledigt. Gehe ich mal hier hin. Ich wusste, das wird eine kleinere Quest. Aber schon süß gemacht mit dem Hund. Oh, irgendwelche Geister hier. Was seid ihr denn? Nereide, das sind irgendwelche Naturgeister hier, ne? Sowas wie Najaden bei The Witcher. Ich mal eine von denen besiegen. Wenn ich sie angreife, dann werde ich sie alle gleich besiegen müssen. Das kennen wir. Na? Okay, das war daneben, würde ich sagen. Ah, oh, es könnte sein, dass sie ein bisschen stark für mich sind. Es könnte sein, dass ich mit denen nicht so leicht fertig werde. Ich will einfach diese neuen Gegner probieren. Okay, eine ist weg. Benutzt ihre Fähigkeit. Na, komm, Khajiit, komm, schieß! Ah, keine Ausdauer, keine Ausdauer. Ich habe echt Ausdauerprobleme, Mann. Schon seit einiger Zeit. Oh, guck mal. Bretonen-Style. Werden wir verkaufen. Was haben diese. Ah, da ist noch eine. Nereiden hier bewacht eigentlich. Nichts. So, Schwimmen ist sehr langsam, muss man sagen. Ich kann auch jetzt hier kein schnelles Schwimmen machen oder sowas. Das ist tatsächlich Maximum. Schwimmen so komisch seitlich, also. Der Junge in seinem Leben nicht richtig schwimmen gelernt, naja. Kommt vor. Reifzecke, oh Gott, die Zecken hier. Und da, schaut euch das an. Löwen, die eine Beute fressen. Oh, das will ich mir aber anschauen. Bestimmt, dort gibt es bestimmt was zu holen. Ich frage mich, ob die Kätzchen mich aber angreifen werden, wenn ich in die Nähe gehe. In ihre Nähe. Ein Eisenerz. Ich meine, ich kann mir natürlich vorstellen, dass sie es nicht mögen, wenn jemand sich an sie heranschleicht. Ja. Tiger. Sinnliche Tiger. Hallo Leute, ich bin eigentlich auch eine Katze. Okay, ich nehme mal an, hier ist nichts zu holen. Wahrscheinlich ein bisschen Fleisch bei dem toten Kadaver. Aber es lohnt sich nicht, um die beiden wunderschönen Tiere zu töten. Um das bisschen Fleisch an sich zu nehmen. Da betet eine. Oh, so viel los hier. So viel Interessantes. Meine. Okay, mit dem kann ich hier nicht reden.
Würger. Das sind diese Pflanzen. Und natürlich ist die Frage, ist unter Wasserfällen etwas zu finden, ne? Da entsteht natürlich die Frage. So. Okay, hier kann ich das Medaillon schon mal benutzen. Gleich. Ich will nur einmal kurz hier... Ah, der Würger wird mich natürlich nicht einfach so vorbeilassen. Oh, und er wirkt. Und wird seinem Namen gerecht. So. Schwerer Schutz. Na, nimmst du jetzt? Komisch. So. Oh, opa. Guckt euch das an. Ein schwarzer Wolf. Mehrere schwarze. Nee. Das ist anscheinend der Alpha, der schwarz ist. Aber die halten ja gar nichts aus, ne? So, das Handbuch der Zauberkunst. Wow, neues Buch entdeckt. Ist aber ganz interessant geschrieben. So von der Farbe her. Und natürliches Wasser. Okay. Also gibt's, wenn man sich umschaut, gibt es doch interessante Sachen zu finden und zu holen. Es ist nicht ohne. Okay, unter dem Wasserfall ist nichts. Dann nehme ich mal an, dass ich den anderen Flachs, dass ich den anderen Wasserfall auch vergessen kann. Irgendwo hier war. Oh, Runensteine. Hätte ich auch schon länger nicht mehr. Da ist der zweite Wasserfall. Ist leider auch nur eine Textur hier. Okay. Gut, dann schauen wir mal, was Lyris vorbereitet hat. Für eine schöne Quest. Bergblume. Bergblume war, glaube ich, für die Lebensenergie, ja. Für den Geist der Zeiten des Chaos, als die Meer Tiere, Vögel, Bäume und alles andere waren. So. Medaillon benutzen. Aha, da sind die Spuren. Es hat geklappt. Folgt diesem Pfad. Ich nehme den anderen. So, das ist sehr schön. Wir rennen... Aha, okay. Hier muss ich eigentlich hin. Na gut. Entferne mich ein bisschen von meinem Hauptziel, aber egal. Magischer Pfad. Wo? Er merkt gar nicht, dass die Wölfe hinterher rennen anscheinend. Was? Okay. Oh, da muss ich hin. Aber erst nachdem ich das hier gelootet habe. Es ist auch gut, ich warte, bis andere Spieler ankommen, denn ich alleine habe keine Chance gegen die Dedra, die hier kommen. Das ist ja einer dieser Portale in die Welt von Molok Bal. Interessant ist, dass die Hauptgeschichte ja eigentlich auf Auridon stattfindet, ja. Aber die Portale anscheinend doch überall kommen. Also auch hier in Gradwald. Oh, okay, das ist ein größerer. Ständig was los. Aha, der hier. Ich helfe soweit ich kann mit. Aber den meisten Schaden machen andere Spieler hier. Nicht ich. Machen wir mal Flächenschaden hier. Ah, der Schaden, den ich verursache, ist so lala. Nahkampf. Inmitten des Geschehens. Ich bin ein Held. Oh Gott. Also ich habe das Gefühl, dass diesmal irgendwie mehr Bedra kommen als sonst. Ich habe ja schon ein paar Mal solche Sachen mitgemacht.
Okay, und die hauen mir gleich die Fresse, wenn ich nicht aufpasse. So. Jetzt kommt der Boss. Das ist auch so cool, dass die persönlichen Sklaven, also die kleinen Bosse hier immer einen Namen haben, ja? Also, sehr interessant alles. Schlag! Schlag! Komisch. Ich konnte irgendwie gar nicht schlagen. Die Anker. Ihr zerstört sie umsonst. Ist das so? Zerstören wir sie umsonst? So. Flachshut. Leicht. Fukajit. Sehr schön. Ein Hut in Style der Kajit. Also mit den Ohren. So, Gold. Hm, okay. Mittlerer Gürtel und... Aha. Na gut, zurzeit habe ich eine Halskette, die mir mehr bringt. Aber schön. Hier sonst nichts, ne? Okay. So, was ist jetzt mit dem Hut? Ich trage ja schon einen Hut, der mir Mana erhöht. Ich habe den aber unsichtbar gemacht, damit man meine schönen Haare sieht. So, okay. Und hier einer, der sogar schlechter ist. Okay, alles klar. Würde aber hübsch aussehen, so mit den Ohren, ne? Ja gut, ist jetzt natürlich auch unsichtbar. Müsste ich das Ganze nochmal sichtbar machen. Wie war das nochmal? Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie das geht, ne? Irgendwo war das. Aussehen. Irgendwo hatte ich das verändert. Naja, egal. Ein andern Mal. Ist eh schlechter als meiner, von daher. Okay, jetzt aber die Quest. Jetzt habe ich natürlich die Spur, die magische Spur verloren. Hm. Das ist natürlich nicht so gut, gut tatsächlich. Denn ich weiß jetzt nicht, wo die... Ah, da ist sie, okay. Wo ist Lyris? So, jo, die Frage ist jetzt... aha, bestimmt in diese Richtung. Wir sind ja mit Lyris gen Norden gerannt. Ja. Karte entdeckt. Ein Troll. Ah, ja, so ein Biest hält ein bisschen was aus. Muss man vorsichtiger sein. Schaden macht er auch. Flachbeinkleider. Style der Orks. Okay, aber aha, da geht's ja noch weiter. Hm, aber was habe ich denn dann hier gefunden? Lyris ist einfach vorgerannt. Sie wartet auf... Aha. Untersucht die Leichen. Verkohlte Leichen. Eieiei. Aha. Versenkte Notiz. Die meisten Worte auf diesem Blatt Papier wurden durch das, was auch immer die Leiche in Brand gesteckt hat, unleserlich gemacht. Doch eine gewinnbringende Gelegenheit ist noch lesbar. Versenkte Notiz. Etwas gefunden? Müsste hier sein, ne? Aha, ich kann leider sie nicht wirklich lesen. Also ich habe zwar irgendwelche Infos erhalten. Wo ist Lyris, Mann? Warum steht sie denn so weit? Ist noch hier sonst nichts? Aha, Schweinefleisch. Bücherregal. Mit von Pelinal Band 2. Chemiefläschchen. Moment, Moment, Moment. Das kann ich nicht nehmen, okay. Hasenfleisch.
Oder ich glaube eher dessen Haut habe ich genommen, da. Oh, den ganzen Hasen nehme ich mit, okay. Oh, also hier hat auf jeden Fall ein Wilderer gewohnt. Schön. Und dann wurden sie getötet, die Jäger. Lyris. Und? Habt ihr etwas gefunden, was uns helfen wird, den Eiskap-Zirkel ausfindig zu machen? Das Medaillon führte mich zu diesen verbrannten Leichen. Bei einer fand ich diese verkohlte Notiz. Ich wurde an einen ähnlichen Ort geführt. Verdammte Hexen. Ganz gleich, welches Spiel der Eiskap-Zirkel auch spielt. Wir müssen ihm ein Ende machen. Vorzugsweise mit zahlreichen Heben meiner Axt. Oh, ihr wollt aber nicht sagen. Diese Notiz sehen, die ihr gefunden habt. Es werden aber keine Hexenrammen sein, oder? Oder doch? Die einzigen Worte, die ich entziffern konnte, waren eine gewinnbringende Gelegenheit. Ach, nun, das ist keine Hilfe. Zum Glück haben Jorunds Speer in ihrem letzten Bericht ein paar interessante Orte genannt. Lasst sie mich auf eurer Karte markieren. Setzt das Medaillon ein, sobald ihr einen dieser Orte erreicht und findet heraus, wohin euch die Magie führt. Ich schließe dann zu euch auf. Okay, mehrere Orte hat sie mir so auf der Karte markiert. Ich werde sehen, ob ich an diesen Orten irgendetwas in Erfahrung bringen kann. Erst Eisstürme, jetzt Feuer. Bleibt auf der Hut. Der Zirkel zögert nicht, jeden zu töten, der ihm zu nahe kommt. Und wo sind die Orte? Ich sehe keine neuen Orte, die sie mir markiert hat. Lyris, du Lügnerin. Die Hexen beschworen eisige Stürme in Eiskap. Und jetzt Feuer? Es ist fast, als würden sie mit verschiedenen Effekten experimentieren. Aha, zum nächsten Ort soll ich mich aufmachen. Und seht, was ihr dort herausfinden könnt. Ich schließe. Aber wo soll der denn sein? Ausblick. Ich weiß auch nicht, was diese Ausblicke sollen. Sieht man von hier aus mehr? Okay, da kommt schon wieder so eine Dedra-Bedrohung irgendwo da. Rucksack. Rezept. Laschen. So, okay. Na komm, nochmal. Also es lohnt sich, die Dedra zu bekämpfen. Wegen dem Loot eben, ne? Das machen wir nochmal. Ich wusste nur nicht, dass sie so oft kommen. Finden wir hier mal mit. Soweit wir können. Ist auch geil, wie alle Spieler sofort hier hinrennen. Ja, es lohnt sich einfach. Auch wenn die Gegenstände nicht geil sind, kann man die verkaufen. Die kosten immer was. Ist schon nicht ohne. Eieiei. Heftige Kämpfe hier. Enterinnen. Die hat mich gestunt. Dann machen wir das. Okay. Wieder der Boss. Welchen Namen hat er diesmal? Ach, diesmal hat er seinen Namen nicht ausgesprochen. Oder ist es noch nicht so weit? Ist es Runde 2 oder was? Okay, ich glaube. Manchmal dreht sich die Beute um und beißt. Ich glaube, das war noch nicht der Boss. Oder doch? Doch. So, jetzt haben wir schönes in der Truhe. Wieder Gold. So, Hochelfen, leicht Ausdauer. Das ist aber geil. Das passt sogar besser als das, was ich habe. So, dann ein Ring. Mana. So, aber die Kopfbedeckung, die passt. Die passt sehr gut. Ja, die gibt mir Ausdauer. Meine gibt mir Mana.
Mundusstein, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist, aber meine, die neue erhöht den Effekt von der Rüstungsverzauberungen, okay. Um 17%. Sehr schön, mehr Ausdauer. Okay, wo ist denn der neue Ort, den Lyris markiert hat? Oh, der Magierstein. Okay. Okay, okay, okay. Irgendwo bin ich an dem Magierstein vorbeigerannt. Wagen. Ich verstehe jetzt wirklich nicht, was Lyris markiert hat. Na gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und ciao.